es geht wieder los. Hallo liebe campingbegeisterten Zuschauer. Das Fahrzeug muss sich erstmal zum Leben erwecken. Ich habe so viel arbeiten müssen, hatte kein frei. Und jetzt endlich mal 3 Tage raus. Samstag, Sonntag, Montag mit Nora und Levi. Heizung an, bisschen Wasser auffüllen, Kühlschrank an, paar Sachen noch rein. Und dann geht's los. Ja, wir sind jetzt hier unterwegs. Es ist draußen richtig ekliges Wetter. Es regnet. Und hier drin ist es richtig schön warm. Wir haben richtig Heizung angemacht und sind jetzt unterwegs. Wir wollen uns an einen Kanal stellen. Ups, irgendwas nicht gesichert. Und ja, wir wollen ein bisschen am Wochenende, wollten wir mal irgendwo hinfahren und sind jetzt gar nicht so weit unterwegs. Aber ja, ist auf jeden Fall schöner, hier bei Wärme zu sitzen hier drin, als wenn es draußen so heiß ist. Hier ist es wirklich schön gemütlich. Ja, Levi kann schon alleine am Tisch sitzen. Das ist schon toll. Mit 9 Monaten hat er jetzt hier seinen Platz, wo er rankommt. Ne? Streckt man die Hand bitte einmal raus. So, er isst gerade. Ja, also er kommt hier an den Tisch ran, kann sich hier bedienen, wenn hier was liegt. Es funktioniert alles. Ja, wir waren ja schon lange nicht mehr irgendwie hier drin. Das stimmt. Und das ist irgendwie ein bisschen merkwürdig. Wir wollten das Fahrzeug ja bewusst behalten, obwohl es jetzt eng wird zu dritt. Aber es klappt immer noch ganz gut. Wir sind ja immer noch der Meinung, es war einfach nur ein Fehler, in die große Hitze zu fahren in unserer Elternzeit im letzten Sommer. Denn das ging gar nicht. Wenn wir aber nicht in die Hitze fahren, kann man hier drin, obwohl es eng ist, trotzdem gut klarkommen. Weil im Winter klappt es ja komischerweise besser als wie im Sommer. Obwohl man im Winter nur hier drinnen sein kann und nicht draußen. Er kann schon stehen. Er steht schon wieder. Also glauben wir persönlich, er wird demnächst laufen. Er ist 9 Monate, krabbelt seit 2,5, fast 3 Monaten. Nee, seit 2 Monaten. Und ja, am Ende der Elternzeitreise hat er angefangen zu krabbeln. Und jetzt mit 9 Monaten steht er schon und zieht sich sowieso schon lange überall hoch. Also ich glaube, er wird auf jeden Fall laufen, bevor er 1 ist. Also wir testen natürlich, ob man diesen Van langfristig behalten kann, trotz eines kleinen Kindes. Also spielen zum Beispiel. Ne? Wir sind jetzt hier hinten unterm Hubbett. Man hat hier noch sein Gepäck. Wir haben auch noch eingekauft für zu Hause. Macht man natürlich nicht. Wir sind jetzt ein paar Tage unterwegs und haben jetzt noch Sachen gekauft, die wir dann aber mit nach Hause nehmen. Und hier drunter kann man natürlich trotzdem sitzen. Hier ist es warm, die Heizungsausströmer laufen. Er hat hier sein Spielzeug und alles. Aber die Frage ist, reicht das? Geht das? Man muss sich aber auch die Frage stellen, wenn wir jetzt ein richtig großes Wohnmobil hätten, einen teilintegrierten oder sogar einen großen vollintegrierten, hätten wir dann unbedingt mehr Möglichkeiten wie hier? Also angenommen, wir hätten jetzt wirklich ein großes Wohnmobil. Wäre das nicht genau dasselbe wie hier? Das wäre doch genau das Gleiche, nur dass wir geringfügig mehr Platz hätten. Er kann auch sowieso nicht in einem Wohnmobil loslaufen und die Welt erkunden. Das geht doch sowieso nur in einer großen Wohnung oder in einem großen Haus. Wir haben jetzt 100 Quadratmeter mit Fußbodenheizung, das ist der Hammer. Da kann er natürlich sich austoben. Aber in einem Wohnmobil, egal ob klein oder groß, kann man doch sowieso nicht rumlaufen und sonst was machen. Das merkt man ja schon als Erwachsener. Man geht einen Schritt nach vorne und dann ist Ende. Aber um das abzuschließen, dieses Thema, wir sind immer noch drauf und dran zu sagen, es funktioniert. Man muss sich nur richtig organisieren, man muss nur wissen, wie man das alles macht hier. Und darf sich nicht so viel streiten, muss ich auch mal aus dem Weg gehen, auch wenn es draußen kalt ist, dann geht man mal raus. 10 Minuten geht spazieren, dann beruhigt man sich wieder, wenn hier mal ein bisschen Stress ist, weil es hier irgendwie doch zu viel wird. Und man kann sich halt nicht zurückziehen, man hat nicht noch einen Nebenraum wie zu Hause. Damit muss man halt klarkommen. Hat man halt im Morelo hat man noch 2 Türen und hinten hört man nichts. Das hat man hier nicht, hat man nur einen Vorhang. Trotzdem behalten wir das Auto und testen weiterhin auch mit Kleinkind hier mit Spaß zu haben. Ja, fragen wir aber mal die Mutti, Nora, wie siehst du denn das? Ja, es ist immer situationsabhängig, ne? Wie gut ein Kind gerade gelaunt ist und so weiter. Jetzt ist es gerade perfekt, weil er auch zufrieden ist und geschlafen hat und alles. Dann ist es, ja, wir sind mal gespannt, wie es ist halt, ne? Wenn er unzufrieden ist, wenn es draußen regnet und man kann nicht rausgehen. Oder man geht halt in den Regen raus, aber es ist halt alles enger und wir testen, wie das für uns ist. Ein großes Wohnmobil weiß ich nicht, ob man da unbedingt, da hat man ja auch kein Hubbett und darunter ist ja auch kein Platz. Also
Das ist eigentlich schon ein Vorteil mit dem Hubbett, ne? Dass wir jetzt da drunter gehen können. Das könnten wir jetzt eigentlich in einem anderen Fahrzeug nicht machen. Von daher. Ja. Ja, das Beste, was wir machen konnten, ist hier diese Puzzlematten, diese Bodenschutzmatten, wenn so unter Gymnastikgeräte und wo man die überall drunter machen kann. Das ist so isolierend, das ist so schön warm hier hinten. Für Levi ist das ideal, ne? Und da, wenn er umfällt oder so, das legt man sich ja auch so in die Wohnung als Krabbelmatten, als diese Puzzlematten gibt es ja auch im Bund, ne? Und das ist echt, das war eine gute Investition. Ja, der Fußboden wäre sonst kalt. Ja, darunter, das ist richtig kalt, ne? Aber so ist es richtig schön. Und die sind schön weich, ne? Ja. Genau. Ja, und wenn wir nur kurzfristig unterwegs sind. Ja, das wollte ich noch sagen, genau. Wenn wir nur so kurz unterwegs sind, haben wir natürlich, auch nicht, das war Levi, haben wir natürlich auch keine Kiste mit Klamotten hier hinten und haben natürlich Platz für ihn, ne? Dass er hier spielen kann. Toll ist das. Ja, wir sind jetzt im Tiergarten Hannover und wir wollen ein bisschen uns das Wild angucken und vielleicht sehen wir noch ein paar Wildschweine. Genau. Und tatsächlich haben wir ein Wildschwein gesehen. Levi hat das erste Mal ein Wildschwein gesehen. Eins und dann natürlich auch noch mehr, aber das ist jetzt ganz nah am Zaun. Ja, ups, wo sind wir denn jetzt wieder? Sieht nicht mehr nach Ben aus, ne? Wir sind wieder zu Hause, wir sind früher nach Hause. Ja, das Wetter war ja auch echt schlecht zum Schluss. Es hat voll geregnet nur noch und dann war es doch da drin etwas, ja, weiß ich nicht. Also da haben wir uns dann doch irgendwie auch nach zu Hause gesehnt, wo wir mehr Platz haben, wo er mehr krabbeln kann und... Ja, wo man nicht die ganze Zeit aufpassen muss, weil es sind doch schon ziemlich scharfe Kanten im Van. Vor allem vorne, also wenn er da irgendwie in dem Bereich ist, an den Stühlen unten, an den Stühlen sag ich, an den Sitzen, an den Drehsitzen, da ist unten sind schon ziemlich scharfe Kanten. Und ja, das ist halt, da muss man mal gucken. Ne? Genau, deswegen sind wir jetzt wieder zu Hause. Ja, es ist aber jetzt nicht so, dass wir den Van gar nicht mehr benutzen, aber halt kürzer als sonst. Ne? Früher haben wir dann da schon 3-4 Tage und jetzt ist ein, zwei Nächte, dann reicht das auch schon irgendwie von der Zeit und ja, so ein bisschen verändert. Das kann auch alles wieder anders werden, aber jetzt gerade ist es so, dass wir das eher so nutzen, dass wir, wenn wir vor Ort sind irgendwo, dass wir dann auch eine Möglichkeit haben müssen, wo wir vielleicht rausgehen, also irgendwie Leute besuchen und wo wir dann in deren Haus nochmal sein können oder so. Und dann da unseren Rückzugsort haben, das ist natürlich immer noch toll, ne? Also wenn wir den Van haben für unser Reich, wo wir schlafen können und so. Aber nicht, wo wir uns jetzt 3-4 Tage nur drin aufhalten. Also das ist irgendwie zu viel.